Ich begrüße euch sehr herzlich heute zu einem spannenden Talk mit Evolution CEO und Geschäftsführer und Eigentümer Herbert Schamberger. Lieber Herbert, schön, dass du da bist und uns in deine Unternehmensphilosophie ein bisschen einführst. Evolution ist ein inhabergeführtes österreichisches Familienunternehmen. Darf ich kurz erklären? TÜV und biozertifiziert mit Sitz in Villach beim Wörthersee. Hersteller von natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln und Biokosmetik, und deine und eure Leidenschaft gilt der Produktentwicklung und dem Vertrieb von wirksamen Produkten im Bereich Gesundheit, Figur, Fitness und Schönheit und natürlich Ganzheitlichkeit. Und jetzt darf ich dich zitieren. Du hast gesagt, 15 Jahre Beratungstätigkeit in der Pharmaindustrie haben zu Erkenntnissen und Einsichten geführt, die für mich ausschlaggebend waren, den Menschen einen anderen, einen natürlicheren Weg zu zeigen, um ihre Gesundheit wiederzuerlangen und ihre Lebenskräfte zu optimieren. Das kannst du uns jetzt dann gleich erklären, wofür steht denn Evolution und wie hast du das gemeint? Ja, ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Und wir sind ja ein Familienunternehmen und unsere Begeisterung gilt einfach der Gesundheit oder, um es besser auszudrücken, der ganzheitlichen Gesundheit. Mhm. Und meine Geschichte ist so, dass ich circa 15 Jahre in der Pharmaindustrie tätig war, so als Bindeglied zwischen den Pharmakonzernen und den Ärzten. Mhm. Es war zu dieser Zeit ganz interessant, da ist ein Buch auf den Markt gekommen mit dem Titel Bittere Pillen von einem Herrn Langbein. Genau. Und es war doch ein sehr kritisches Buch über, sage ich jetzt einmal, die Segnungen der Pharmaindustrie, das mich schon sehr nachdenklich gemacht hat, was ich da eigentlich mache und ob denn das wirklich ein Beitrag ist, den man da leistet für die Gesundheit der Leute. Mhm. Fast zeitgleich, darf ich sagen, ist also ein Trend damals, das sich aber mittlerweile ja manifestiert hat, aus Amerika nach Europa gekommen, nämlich die Art molekulare Medizin. Mhm. Und die hat mich von Anfang an begeistert. Was ist das? Die Art molekulare Medizin versteht ja, dass wir mit Substanzen in der Zelle einen Ausgleich herstellen. Und das Interessante an diesen Substanzen, also Vitamine, Mineralstoffe, Enzyme, Aminosäuren, ist einfach die Tatsache, dass sich ja aus diesen Substanzen das Leben überhaupt entwickelt hat. Und wenn ich also mit jenen Stoffen, aus denen sich das Leben entwickelt hat, einen Beitrag liefern kann zur Wiederherstellung, zur Erlangung oder einfach Beibehaltung meiner Gesundheit, dann ist das einfach fantastisch. Und das hat mich damals begeistert. Und zwar so begeistert, dass ich mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag aufgehört habe und mich selbstständig gemacht habe und Evolution gegründet habe. Faszinierend. Jetzt verbindet Evolution ja moderne Nährstoffmedizin mit altem Pflanzenwissen. Wie darf man sich die Produktentwicklung vorstellen? Ja, im Wesentlichen kann man sagen, die Art der molekularen Medizin war für mich der Start. Es war für mich der Zugang zur Gesundheit. Es hat aber was gefehlt. Ganzheitliche Gesundheit, dazu habe ich erst in späteren Jahren den Zugang zu den Pflanzen gefunden. Und ich habe dann natürlich mich schlau gemacht und mein Gott, ja, seit tausenden Jahren, möchte ich sagen, gibt es ja die traditionelle europäische Medizin mit einem enormen Kräuterwissen, allen voran, wie heißen sie, Kneipp, Hildegard von Bingen, Hippokrates, Paracelsus, Steiner, Bach, wie sie alle heißen, allen voran der Paracelsus natürlich, der mit seiner Spagyrik ganz wertvolle Informationen in die heutige Zeit gerettet hat. Und die Verbindung auf der einen Seite der modernen Nährstoffmedizin mit dem alten Pflanzenwissen macht es aus, wenn wir von ganzheitlichem Ansatz sprechen. Weil auf der einen Seite brauche ich Mikronährstoffe für die Bioaktivität in der Zelle, aber auf der anderen Seite ist der Mensch ja nicht nur Körper, er ist ja auch Seele und Geist. Genau.
Und dazu liefern einfach unsere Vorfahren, möchte ich sagen, und die Pflanzen den entscheidenden Beitrag und sprechen Ebenen im Menschen an, sodass wir dann wirklich eine ganzheitliche Ausbalancierung erreichen. Mhm. Und das macht es heute aus. Ich kann nur sagen, auch immer mehr unserer Partner, mit denen wir arbeiten dürfen, also Therapeuten, Heilpraktiker, Ärzte, bestätigen ja gerade in der heutigen Zeit, dass man oft mit Mikronährstoffen alleine nicht mehr so recht weiterkommt, weil gewisse Regulationsmechanismen zu starr sind. Mhm. Und das ändert sich, wenn man beides zusammenführt, eben die moderne Nährstoffmedizin und die Pflanzenkunde. Also ein visionäres Konzept, das jetzt eigentlich immer mehr greift, weil immer mehr Menschen draufkommen, dass es eben einen Zusammenhang gibt zwischen Körper, Geist und Seele. Und genau, ihr wart sozusagen eigentlich Pioniere, die das aufbereitet haben. Ja, und kann man schon sagen, in der Rückschau kann man schon sagen, könnte man schon von Pioniertätigkeit eigentlich sprechen, vom Urgestein, vom Pioniergeist. Eigentlich ja. Es sind dann viele nachgekommen, aber in der Form, wie wir es machen, in dieser Kombination, kenne ich eigentlich kein Unternehmen, muss ich sagen. Ja, ich auch nicht. Und ich würde sagen, ihr seid jetzt wieder Pioniere, weil ihr diesen Weg konsequent weiter verfolgt und jetzt ja auch eine Akademie anbietet. Da kann man zum Beispiel sich zum Detox-Fachberater oder auch zum Seelenheilpraktiker ausbilden lassen. Und darüber wüsste ich jetzt gerne ein bisschen mehr. Naja, ein Grund damals, wie ich also mich selbstständig gemacht habe und Evolution gegründet habe, war natürlich auch, sich die Frage zu stellen, es gibt auf der einen Seite natürliche Methoden, aber was hilft es, wenn niemand da ist, der es transportiert? Mhm, also zu einem guten Konzept gehört natürlich Wissen. Ohne Wissen ist also keine Veränderung möglich. Und dazu brauchen wir natürlich unsere hausinterne Akademie, sage ich jetzt einmal, die ja auch zertifiziert ist. Also alle Ausbildungen in diesem Bereich werden ja in Österreich von Bundesland zu Bundesland verschieden gefördert. Mhm. Und wir versuchen über die Akademie eben jeden zu erreichen. Sei es jetzt einen Kunden, der einfach neue Erkenntnisse hören möchte, der Zusammenhänge verstehen möchte. Da bieten wir kostenlose Webinare an, Seminare an. In der heutigen Zeit natürlich läuft alles online. Mhm. Ich hoffe doch, dass sich das eines Tages wieder ändert. Ja. Und darüber hinaus gibt es natürlich schon sehr komplexe Ausbildungen, zum Beispiel eben zum Ausleitungs- und Entgiftungsberater, Detoxberater ist erwähnt worden, oder eben die komplexe Ausbildung zum Seelenheilpraktiker. Da muss ich allerdings dazu sagen, der Seelenheilpraktiker, da sollen schon Vorbedingungen erfüllt sein. Das ist dann geeignet für Leute, die zumindest schon einmal Energetiker sind, die therapeutisch aktiv sind oder eben natürlich in einem medizinischen Beruf tätig sind. Genau, also das heißt, da benötigt man Vorkenntnisse. Ja, das würde ich so sehen. Und kann nicht einfach nur so einsteigen, aber man kann sich informieren, auch wenn man keine Vorkenntnisse hat. Ja, ja, freilich. Und wir werden natürlich versuchen, auch jetzt peu à peu, wie man so schön sagt, Schritt für Schritt, auch nachher, auch für den Quereinsteiger Webinare anzubieten, so quasi Vorbereitungskurse, damit man eben dann später wirklich also auch den Seelenheilpraktiker machen kann. Wie lang dauert die Ausbildung und in welchem Preissegment bewegt sich das? Wenn wir vom, bleiben wir bei der Begrifflichkeit, Detox-Berater sprechen, dann sind das jetzt 5 Wochenende und da liegen die Wochenendkosten bei 250, ist modular aufgebaut. Man kann hier einzelne Module nehmen oder das Gesamtkonzept natürlich buchen fürs Zertifikat. Beim Seelenheilpraktiker ist es natürlich schon sehr umfangreich, muss ich sagen. Wir sind schon über 200 Unterrichtsstunden. Das ist also einmal, also eine Jahresausbildung, kann man sagen. Einmal ein Wochenende, Samstag, Sonntag im Monat. Und da liegen die Ausbildungskosten bei 480 für das Wochenende und kann auch nicht einzeln gebucht
werden, weil das wäre sinnlos. Man muss also hier ganze, wirklich den, ja. die komplexe Ausbildung durchlaufen, sonst hat das keinen Sinn. Und dann bekomme ich ein Zertifikat. Richtig. Das heißt, ich muss eine Prüfung machen. Richtig. Ich darf aber dazu sagen, es gibt natürlich jetzt, wir sind in den nächsten Tagen auch auf unserer Webseite insofern präsent mit der Ausbildung, dass wir es ausschreiben. Es gibt dann Vorabend Informationsveranstaltungen. Es gibt neben den 200 Unterrichtseinheiten auch eine Einzelsupervision und Gruppensupervision, unterstützend durch die Frau Teichmann. Mhm. Und der Schulungsleiter oder die Schulungsleiterin ist ja eine ganz tolle Frau, die im spirituellen Bereich seit 30 Jahren arbeitet, Ausbildung, Workshop macht, Seminare macht, tolle Ausbildungen, tolle Frau, Frau Anarina. Und ich freue mich schon wirklich sehr für alle, die also an dieser Ausbildung teilnehmen können. Sehr gut, das heißt, man kann sich jetzt anmelden. Und in Kürze wird es soweit sein, ja, in den nächsten Tagen ist es soweit. Genau. Jetzt habt ihr Immunkuren, Regenerationskuren, Entschlackung, Anti-Aging-Produkte, Zellschutz, Vitalstoffe, also ein sehr, sehr umfangreiches Programm. Wie weiß ich denn bei dieser Vielfalt, was für mich jetzt das Richtige ist? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, am besten kann man sie auch beantworten, wirklich. Ja. Es kommt auf die persönliche Zielsetzung darauf an. Wenn, was möchte ich denn bezwecken? Was möchte ich denn erreichen? Mhm. Wo möchte ich denn hin? Mhm. Wenn ich jetzt golfen bin und am Loch 7 die ersten Wadenkrämpfe habe, dann ist es relativ einfach zu sagen, ja okay, nimm Kalium, Magnesium und es geht dir besser mit den Krämpfen. Oder man nimmt was für die Konzentration ein, für die mentale Stärke. Das sind einfache Dinge. Ja. Wenn es dagegen darum geht, gesund zu werden, weil wir eben ein Problem, eine Krankheit haben, eine chronische Krankheit haben, eine der vielen Zivilisationskrankheiten, da müssen wir dann schon etwas tiefer graben. Wenn ich sage wir, meine ich jetzt nicht Evolution, sondern ich meine unsere Partner, Ärzte und Therapeuten, die dann schon sehr ausführliche Gespräche führen mit ihren Patienten und versuchen eben herauszufinden, wo das Problem liegt. Es liegt ja nicht nur im Körperlichen, sondern natürlich sehr stark im Seelischen. Die Seele ist immer mitbeteiligt. Und ich habe immer da so ein Bild vor mir, das ist der vielleicht der bekannte Eisberg. Nicht? Wenn ich oben die Spitze sehe, kann ich sagen, ah, die steht jetzt vielleicht, sage ich, für mein Knieproblem. Ja. Aber der Eisberg, den ich nicht sehe, da unten, da ist eigentlich, da sind die Gründe zu finden. Also da am Sockel die, eigentlich, richtig, nicht? Ja. Da ist es die seelische Ebene, die psychische Ebene, die mentale Ebene. Dort liegt das Problem und die Seele informiert ja den Körper. Und so ist es. Und deshalb ist es immer eine Frage, welches Produkt ich brauche, ja, wohin möchte ich, was ist mein Problem, was ist meine Zielsetzung. Genau. Jetzt kann man sagen, natürlich auch pandemiebedingt sind sehr viele Leute in schwierigen Situationen, Sorgen nehmen zu, Ängste nehmen zu, auch wirtschaftliche Ängste und Sorgen. Es wird großer Druck ausgeübt. Gibt es denn so ein, ich sage jetzt mal, vielleicht allgemein, eine allgemeine gültige Essenz, die das Wohlbefinden steigert, mit der ich mich ein bisschen aus der Grauzone wieder ans Licht bewegen kann? Natürlich, spontan fällt mir da, ich hätte bald gesagt, ein alter Freund in der Udo Jürgens. Ja. ein schönes Lied geschrieben und immer, immer wieder geht die Sonne auf. Ja, das ist ein schönes Lied. Ja. Aber ja, das schadet nie, diesen Song zu hören. Aber natürlich, es gibt viele sinnvolle Maßnahmen, die man auch ergreifen sollte. Dazu aber die Sonne ist ein gutes Stichwort. Ja. Zum Vitamin D natürlich. Genau. Und das Vitamin D ist ja aktuell, denke ich, in aller Munde. Aber es ist tatsächlich so, dass hier also fantastische Arbeiten laufen weltweit und die einfach nachweisen, ganz im Gegenteil zu der Lehrmeinung von früher, wo man immer gesagt hat, Achtung, zu viel Vitamin D3 ist schädlich. Heute wissen wir, dass über 80% der Menschen einen D3-Mangel haben. Und dieser Mangel ist eben für vieles verantwortlich. Mhm. Und wenn wir über die grauen Tage sprechen, ja, es gibt natürlich eine schöne Wurzel, die Grifonia 5-HTB, das ist für die Seele etwas zum, ja, be happy, don't worry, könnte leichter man sagen. Werden, so, diese nicht? Leichtigkeit, es geht ja nicht immer darum, dass man
depressiv ist, es geht oft ist nicht so gut drauf. Und genau, dann man kann den Rucksack mal abwerfen. Richtig, vielleicht. Genau, ganz ja. easy, ganz mhm. leicht. Oder mhm. auch eiweißhaltige Nahrung, möchte ich sagen. Es muss mhm. auch nicht unbedingt unser Eiweißshake sein. Einfach eiweißreich sich ernähren führt zur vermehrten Bildung von Tryptophan. Das ist so dieses Glückshormon, wird es mhm. bezeichnet. Mhm. Und ich merke es an mir selbst, wenn ich so ein paar Tage zu wenig Eiweiß zu mir nehme, bin ich nicht so wie sonst. Nicht so rund sagen. Wie ja, sonst. Ja, genau. Also das sind so Dinge, die man machen kann. Die man empfehlen kann. Und natürlich Bewegung. Eine positive Einstellung mhm. zum Leben, mhm. klar zu wissen, wo ich hin will. Und natürlich einen Sinn zu finden im Leben. Ja. Es kommt ja nicht ganz auf das, wichtig. Was darauf ja. an, sondern genau. mhm. warum und was wozu. Was macht mir Freude? Warum und wozu? Wenn ich darauf eine Antwort habe, dann strahlt doch schon eher die Sonne. Genau, aber auch das kann ich ja unterstützen, zum Beispiel durch eure Seelenheilessenzen. Ja. Ich möchte jetzt noch einmal auf diese Produkte zurückkommen. Es gibt Seelenheilessenzen zum Thema Geisteskräfte, Glaube, Stärke, Entscheidung. Wie kann ich mir da zum Beispiel die Anwendung vorstellen? Was setzen diese Essenzen frei in mir? Den Willen, das auch zu tun? Was ich möchte. Genau, kann man das so formulieren? Es geht vor allem darum, wenn man vielleicht die Stärke mal so als Beispiel auch nimmt. Nicht? Mhm. Es kann ja sein, dass jemand stark ist von seiner Veranlagung her und doch steht er sich immer wieder im Wege. Es geht also darum, um Steine zu erkennen, Steine auf die Seite zu bringen. Es geht darum, um Blockaden aufzulösen. Es ist so eine Sache mit den Emotionen, mit den Gefühlen. Das ist nicht so leicht, in ein genau. paar Sätzen darüber zu bringen. Weil oft kennt man aber sie ja selbst nicht. Richtig, nicht, das, richtig. Und ja. dazu ist es eben notwendig, dass eben der Seelenheilpraktiker mit dem Patienten dann wirklich arbeiten kann. Und deshalb, wenn ich einen Schritt zurück machen darf, ist auch die Ausbildung natürlich in erster Linie ein Programm für einen Seelenheilpraktiker auch selbst. Er muss an sich selbst arbeiten, mhm. um Lösungen für sich mhm. und für andere ja, dann zu finden. Mhm. Sonst funktioniert das überhaupt mhm. nicht. Gell? Mhm. Und da ist es eben leider nicht so einfach, wie bei dem Beispiel, das ich zuvor erwähnt habe, wenn ich am Golfplatz einen Wadenkrampf habe, ich nehme dann Kalium, Magnesium. Ganz so leicht ist genau. es nicht, wenn man seriös betreiben möchte. Mhm. Allerdings darf ich dazu sagen, wir haben ja in unserem Haus eine Seelenheilpraktikerin, die Frauke Deichmann. Mhm. Und die ist eben gerne am Telefon für ausführliche Beratungen natürlich auch erreichbar. Mhm. Und jetzt ist es ja unbestritten, dass, ich sage jetzt mal Kräuter, auch eine Kraft entfalten können, eine Urkraft. Wie geht das für sich? Also du bist ja da sozusagen in der Materie ja, drinnen. Wie transportiert man diese Kraft der Pflanze in den Menschen? Das ist eben ein Teil einer Spagyrik, die ja vom Paracelsus in unsere Neuzeit gerettet worden mhm. ist. Es geht ja in erster Linie darum, dem Pflanzenspirit, dem Geist, mhm. aus seiner Hülle, aus der Pflanze zu befreien, um sich voll entfalten zu können. Mhm. Und da gibt es eben eigenes Herstellungsprozedere. Mhm. Es gibt also wässrige, alkoholische, ölige Ansätze. Mhm. Es gibt eine Destillation, eine Kalzination und so weiter. Alles notwendig, um das eine Ziel, die Essenz, die Lebensdynamik, die einer Pflanze innewohnenden Heilkräfte freizulegen, auch zu lösen und herauszuholen. Mhm. Und für den Menschen ist es das Interessante, dass man einfach über die Jahrtausende, möchte ich sagen, festgestellt hat, und nicht unbedingt wissenschaftlich, sondern wirklich am Menschen erfahren mhm. hat, dass eben die eine Pflanze diese und jene Wirkung hat, mhm. eben im seelischen, im geistigen Bereich. Und was mich ja, so fasziniert, ist auch, dass Pflanzen einen führen können. Das mhm. klingt vielleicht jetzt ein bisschen eigen für jemanden, der sich noch nicht so einlassen hat mit Pflanzen, aber tatsächlich schaffen sie Klarheit für den einen. Und das ist schön. Pflanzen können Wegweiser sein. Es geht mhm. nicht nur um den Inhaltsstoff wie zum Beispiel bei einer Mariendistel weiß man ja, da isoliert man mhm. in der Medizin einen Wirkstoff heraus und sagt dann, das ist also gut, ja. Silimarin. Nein, in der Pflanze selbst sind ja tausende Wirkstoffe. Und die Gesamtheit, die mhm. Summe
der Information. Und ich spreche eigentlich viel lieber von Information als von Bausteinen. Stimmt, Diese Information, diese Schwingung, die ist für uns eben so wertvoll und die macht es aus, dass wir eben eine Chance haben, heil zu werden, wenn wir uns darüber hinaus natürlich mit der Thematik bewusst auseinanderzusetzen und nicht nur sagen, oh, jetzt nehme ich ein paar Tropfen ein und alles ist gut, dann sind wir richtig unterwegs. Und diesen Beitrag wollen wir leisten, den wollen wir liefern und deshalb auch wieder Schritt zurück zur Akademie, um die Informationen voranzubringen. Und wir legen ja natürlich Wert auf gute Leute, sage ich mal, auf Top-Referenten, auf Ärzte, Heilpraktiker, die wissen, wovon sie sprechen. Denn auch da ist es wieder nicht so leicht. Es gibt eine Fülle von Informationen. Aber es kommt schon darauf an, dass es die richtigen Informationen sind, dass sie ausgewogen sind, dass sie nicht irgendwo herausgesaugt sind, sondern sie sollen ja dem Zuhörer was bringen. Genau, in diesem Zusammenhang steht auch der Kräutergarten, den ihr plant, nehme ich an. Hui. Weil ihr euch dann einfach noch unmittelbarer damit. Jetzt bin ich aber fast überrascht, wo die Begrifflichkeit Kräutergarten jetzt herkommt. Aha, aber ja, okay. Ihr plant ihn. Es ist so, ich glaube, man hat ja immer irgendwelche Träume, Visionen, wäre jetzt zu groß gesprochen. Aber auch mir geht es so, dass ich noch Träume habe natürlich. Und da gehört ein Bauernhof dazu und da gehört natürlich ein Kräutergarten dazu, da gehört ein Kräuterfeld dazu. Also ich wollte jetzt gerade sagen, Kräutergarten ist sicher untertrieben. Ich stelle jetzt Felder vor mit Kräutern und Plantagen. Genau, und das Schöne wäre ja, wenn man dann Menschen dort einladen kann, eben dort vor Ort auch Ausbildungen machen kann, Seminare machen kann, eben einen Teil der Akademie abwickeln kann und gleichzeitig dann eben in einem kleinen Kräutergarten, in einem Auszug, wo man verschiedenste Kräuter hat, zeigen, besprechen kann. Es gibt ja die Signaturlehre und. Da gibt es ja sehr vieles. Es und ist ein Traum, der sicher umgesetzt wird. Würde mich sehr freuen. Wenn ich dir so zuhöre, dann bin ich mir sicher, wir haben in 2 Jahren ein nächstes Projekt. Wir arbeiten dran. Jetzt sind die Produkte von Evolution alle biozertifiziert, vegan und tierversuchsfrei, sehr wichtig. Und sie werden in Österreich erzeugt, stehen für ganzheitliche Wirkung. Wie denkst du über traditionelle europäische Medizin? Das würde mich interessieren. Jetzt muss ich nur mal sagen, alle Produkte sind nicht biozertifiziert. Das Unternehmen ist biozertifiziert und TÜV geprüft, aber es ist nicht möglich, gerade bei den Mikronährstoffen nur mit Bio-Mikronährstoffen zu arbeiten. Mhm. Das wäre absolut unmöglich. Mhm. Was möglich ist, ist natürlich, dass wir zertifizierte Biokosmetik anbieten, dass wir natürlich mit Bio-Kräutern und mit Kräutern Wildwuchs arbeiten. Mhm. Ja. Aber zu sagen, dass alles biozertifiziert ist, das würde also nicht richtig sein. Mhm. Richtig ist aber natürlich, dass die Produkte vegan sind, dass wir natürlich mit Reinsubstanzen arbeiten, dass wir also keine Füllstoffe verwenden, also ein wertvolles Produkt anbieten. Das ist richtig. Die traditionelle europäische Medizin, die liefert uns ja genau, wie besprochen, diesen ganzheitlichen Ansatz. Und ohne der traditionellen europäischen Medizin ist aus meiner Sicht ein ganzheitlicher, gesundheitlicher Ansatz, Denkansatz ja gar nicht möglich. Mhm. Und dieses Wissen, das aus dieser alten Zeit eben von einigen, wie wir sie erwähnt haben, wichtigen Leuten transportiert wurde und mit dem wir versuchen, Produkte herzustellen, das macht es eigentlich aus. Also ich bin ein Fan von der traditionellen europäischen Medizin, auch deshalb, weil es eine Hinwendung zur Natur ist. Wir müssen einfach begreifen. Das ist ein gutes Stichwort. Wir müssen einfach sehen, dass wir ein Teil der Natur sind. Und wenn es Evolution gelingt, auch Menschen etwas zu sensibilisieren mit den Heilpflanzen, dass sie einfach akzeptieren, dass sie ohne Natur kein Morgen haben werden und dass nur durch die Natur eine natürliche Lösung für sich möglich ist, dann haben wir doch einen guten Beitrag geleistet und es ist nicht umsonst. Genau, deshalb ist es so wichtig, die Natur auch zu erhalten. Nicht? Also das wird einem erst bewusst, wenn man mit Substanzen arbeitet, die aus der Natur kommen. Richtig, es ist ein Wechselspiel und da bedingt das eine das andere und es ist
Ich habe gerade vor kurzem noch mal einen Film im Fernsehen gesehen, eine Doku, da ist um den Fischfang gegangen und es ist also unglaublich und war entsetzlich, wie da herumgefuhrwerkt genau. wird im Meer, mit welchen Methoden, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Jetzt hast du das sehr schön beschrieben, wie sozusagen diese ganzheitliche Wirkung sein kann im optimalen Fall. Ich wüsste jetzt gerne von dir, was für Produkte du anwendest oder ob das unterschiedliche sind. Also du schaust ja fantastisch und gesund und fit aus. Oh, irgendetwas musst du machen. Oder ja, danke. Oder ich nehme zumindest an, vielleicht bist du aber auch eine Naturschönheit. Nein, du strahlst auch eine wirkliche Ruhe aus und eine große Souveränität. Ja. Gibt es da Substanzen, die dich dabei unterstützen, denen du dich nach vorne bringst? Ja, wie gesagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber es ist schon so, ich bin auch nicht der Wasser predigt und Wein trinkt, gell, sondern ich nehme tatsächlich unsere Produkte ein, da ist allen voran natürlich Coenzym Q10. Dann ist einfach eine Magnesiumverbindung ganz, ganz wichtig, Omega-3, dann gibt es OPC und eine Menge anderer Produkte, die man dann intuitiv nur mehr ergänzt, je nachdem, wie, in welcher Phase man sich auch gerade befindet. Das ist das eine. Also für mich steht außer Frage, täglich Mikronährstoffe sich zuzuführen, ist ein absolutes Muss. Früher noch, wie wir begonnen haben bei Evolution, kann ich mich noch gut erinnern, wie ich selber Vorträge gemacht habe, die ja heute dankenswerterweise mein Sohn übernommen hat, der ja sehr stark in der Produktausbildung und Weiterbildung arbeitet, haben Leute immer gesagt, ja, wie lange muss ich denn oder soll ich denn das Produkt XY nehmen? Ich habe immer die Gegenfrage gestellt, ja, wie lange wollen Sie sich oder glauben Sie es sinnvoll, sich gesund zu ernähren? Also es ist schon eine Frage, habe ich ein Problem, habe ich eine Entzündung, dann werde ich kurzfristig natürlich ein Produkt nehmen. Geht es heute um gewisse Effekte, weil wir ja nicht vorzeitig altern wollen, dann ist eine lange, lange Einnahmedauer natürlich notwendig. Das ist das eine, was es vielleicht ausmacht, dass ich mich fit fühle. Das andere ist sicherlich eben, dass ich in meinem Leben meine Lebensaufgabe, meinen Lebenssinn gefunden habe. Das muss ich wirklich sagen, weil im Leben geht es nicht um das Was, sondern um das Warum und um das Wozu. Wenn man darauf eine Antwort hat, dann hat das was mit Lebenssinn zu tun. Und ja, natürlich auch eingebettet zu sein in meine liebe Familie. Ich habe einen Sohn, ich habe eine Frau, ich habe noch durch meine Frau zwei erwachsene Kinder dazu bekommen. Das ist einfach schön. Man fühlt sich wirklich aufgehoben, angenommen. Und ja, im Übrigen gilt für mich ein alter Spruch, mutig vorwärts und dankbar zurück und vielleicht mag das Geheimnis darin liegen. Jetzt führst du ein Riesenunternehmen, hast eine Patchwork-Familie, was ja unter normalen Umständen auch nicht immer ganz stressfrei vor sich gehen könnte. Also man könnte durchaus sagen, du hast ein Leben, in dem Stress eine gewisse Rolle spielt, du wirkst aber sehr relaxed. Was bedeutet der Begriff Stress für dich? Kennst du sowas überhaupt? Ja, wir wissen ja alle, es gibt ja diesen positiven Stress und den negativen Stress. Natürlich kenne ich Stress. Es gelingt ja nicht immer alles oft so, wie man es gerne hätte. Aber letztendlich ist wir sind wieder bei dem Ziel, bei der Zielsetzung, bei seiner Lebensaufgabe. Wenn du eine Aufgabe übernimmst, die du mit Freude machst, dann gibt es kein Burnout. Ich kenne keinen Menschen, der mit Freude eine Sache verfolgt und der dabei in ein Burnout gleitet. Wird kaum möglich sein. Und darüber hinaus natürlich bleibt die Spiritualität, die ich vorhin vergessen habe, zu erwähnen. Wenn man sich aufgehoben fühlt, wenn man sich eingebettet fühlt in eine, ja, ich sage mal, gewisse Ordnung, eine kosmische Hierarchien und auch darin einen Sinn sieht, dann gibt dann das schon nicht nur das Alter her eine gewisse Gelassenheit, das lässt einen ruhen, möchte ich sagen. Hast du die Spiritualität für dich erst entdeckt, als das Unternehmen schon gegründet war oder war das schon vorher in dir? Ja, das ist ganz witzig. Ich war ja ganz ein Wilder. Die Henne oder das Ei? Das ist die Frage, kam zuerst? Ja, ich war also doch eher einer der Wilden, muss ich sagen, weil es war schon auch
muss man dazu sagen, der Wunsch in mir natürlich, sich selbst zu verwirklichen, viel Geld zu verdienen, viel Freiheit zu haben. So, das ist so die Idee gewesen, unter anderem. Das tut natürlich aber gut zu hören. Schon auch, muss ich schon gestehen. Ja. Ja. Und es wurde damals auch geraucht und manche Tage hat es auch gegeben, da hat man schon gelebt, wie wenn es keinen Morgen mehr gibt. Mhm. Okay, das ist das eine. Aber dann ab 96, 95, muss ich sagen, hat mir diese Thematik, hat wirklich Besitz von mir ergriffen. Mhm. Und es ist dann wirklich zu einem Wandel gekommen, auch von einem Tag am anderen. Gab es da einen Auslöser? Ja, es gab einen Auslöser. Auch bei mir gab es Krisen. Und eine der Krisen, es war auch der Verlust meines Vaters. Und hat dann zu diesem Umdenken doch geführt bei mir. Es hat auch geschäftlich ein bisschen gerumpelt in der Form, dass nicht alles so rund gelaufen ist, wie ich es gern gehabt hätte. Und mir ist es Gott sei Dank gelungen, sich zu fragen, warum ist das so? Also nicht das Problem im Außen zu suchen, sondern eigentlich in mir. Mhm. Und da hat man dann begonnen, aus der Komfortzone herauszugehen und verstärkt an sich zu arbeiten, sich anzuschauen und sagen, naja, ist ja klar, verändere dich. Und das war Gott sei Dank für mich ganz wichtig und notwendig. Und letztendlich hat dann das zu dem geführt, wo man heute ist. Das heißt, die Spiritualität ist in dein Leben gekommen, richtig. Und du lebst das aber. Ja? Also du lebst eine, ich sage jetzt einmal, eine unaufgeregte Spiritualität, ja? Weil du ja sie in dir trägst. Wie entdeckt man denn die eigene Spiritualität, werden sich jetzt vielleicht einige fragen. Kommt das automatisch oder muss man da sich schon ein bisschen mit sich beschäftigen? Ja, ich glaube schon, dass man sich irgendwann im Leben beginnt, die Fragen zu stellen, woher komme ich, wo will ich hin, wer bin ich? Und dann ist es bei mir so gewesen, wie ich annehme, dass bei den meisten anderen Menschen es auch ist. Man beginnt zu graben, man beginnt zu lesen, man lässt sich ein mit Pflanzen, man beschäftigt sich damit, man schaut, was gibt es metaphysisch, was haben Planeten für einen Einfluss für mich. Einfach ausgedrückt, man kennt ja die kraftvolle Wirkung vom Mond, Ebbe und Flut und vieles, vieles mehr, was einfach abläuft in den Bereichen, das wir nicht sehen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Wir sind fast wieder beim Eisberg. Es liegt das Wesentliche darunter, das wir nicht sehen. Und irgendwann, ich bin ein Zwilling, ich bin ein doppelter Zwilling, also ein sehr neugieriger Typ. Und dann beginnt man immer mehr zum Graben. Und indem es mir immer, wie soll ich sagen, besser eigentlich gegangen ist. Ich habe mich immer wohler in meiner Haut gefühlt. Ich bin immer mehr eins geworden, auch mit meinen, wenn ich jetzt sage, Mitmenschen, mag das irgendwie schwülstig klingen, aber ich verstehe die Menschen besser. Ich lasse es sein, weil es sind so einfache Dinge. Und letztendlich, ja, das mag vielleicht meine unaufgeregte Spiritualität sein. Und es hört nie auf. Und es ist morgen schon wieder ein neuer, spannender Tag, mich selbst entdecken zu können, zu dürfen, und das macht das Leben so lebenswert. Ich finde es manches Mal wirklich schade, wenn sich auch jüngere Menschen nicht viel früher aufmachen, eine klare Bestimmung vorzunehmen. Wer bin ich, wo will ich hin? Es geht ja nicht immer nur um Krankheit, es geht auch darum, ich möchte eine glückliche Beziehung führen, ich möchte in einem gesunden Körper sein, ich möchte eine glückliche Familie haben, ich möchte einen tollen Beruf haben, und dazu brauche ich natürlich auch meine Spiritualität. Und wenn man alle diese Themenfelder verlinken kann, sage ich, ausgewogen verlinken kann, dann ist man gut unterwegs, und das sieht man eigentlich dann auch an seiner Umwelt. Das sieht man ja sehr schön, was ist man denn für Typ, wenn ich andere Menschen anschaue, wie sie sich fühlen, wenn sie mit mir zu tun haben. Also man hat jedenfalls den Eindruck, dass du das lebst, was du auch in deinem Unternehmen vertrittst, und dass sozusagen alle Produkte, die ihr auch vertreibt, also dass da eine Geisteshaltung dahinter steckt. Ja, absolut. Ja? Das kann man wirklich bejahen, das stimmt. Und ich bin auch da meinem Sohn auch sehr dankbar, der, wir haben in der Vergangenheit auch viele, viele Diskussionen geführt. Und ja, und auch, er ist ja einer, der ein absoluter Tiefschürfer ist. Er ist ja ein doppelter Steinbock. Ja, ein doppelter Zwilling, das ist ja manchmal. Also du glaubst auch an Astrologie? Naja, schon auch. Es ist einfach der Einfluss da, und es ist unbestritten.
dass die Einflüsse für gewisse Sternzeichen da sind. Das absolut, kann man also auch nachweisen, das lässt sich also beweisen anhand bestimmter Persönlichkeiten. Und er ist, ein, wie gesagt, ein Tiefschürfer und er hat auch sehr viel beigetragen zu meiner Veränderung, zu meiner Sichtweise. Mhm. Und dafür bin ich ihm auch wirklich sehr dankbar. Ja, die Jugend wird uns in die Zukunft führen. Und wir haben zuerst ein bisschen darüber gesprochen, Eigenverantwortung ist ein Stichwort auch für die Zukunft. Und zur Eigenverantwortung gehört aber auch, sich mit sich zu beschäftigen, herauszufiltern, was tut mir gut. Genau. Und wobei kann ich mich unterstützen und da helfen eure Produkte natürlich schon. Da helfen die Produkte und so hoffe ich unsere Informationen, die wir ja großteils kostenlos über Webinare an Kunden zur Verfügung stellen. Es ist ein tägliches Aufmachen, ein tägliches Suchen, Eigenverantwortung natürlich für sich zu übernehmen, weil zu sagen, ja, die Regierung ist schuld, Corona ist schuld, die Welt ist schuld, der Lehrer, die Frau, die Kinder. Es gibt so viele Schuldige, aber wenn man bei sich beginnt und sagt, ich nehme für mich Verantwortung und wo möchte ich hin und wie möchte ich leben, wenn man das einmal verstanden hat, dann ist einfach ein wirklich glückliches, ein reiches, ein erfolgreiches, ein gesundes Leben, ja, wird Realität und ist keine Fiktion und kein unerreichbarer Traum. In unserem Logo gibt es eine Verdichtung drinnen. Das steht natürlich kerngesund. Mhm. Ich sage immer gern dazu, ein Leben lang. Das ist möglich. Genau. Jetzt stehst du auch mit deinem Unternehmen für ein, ich würde nicht sagen für Anti-Aging, weil der Ausdruck ist auch schon veraltert, aber für Better Aging. Better Aging, ja? Pro-Aging. Man weiß ja, ne, durch die Biochemie, es ist ja so, dass man ja heute sehr viel weiß über die Energie. Möglichkeiten über den Austausch der Mitochondrien, über die Energieproduktion in den Zellen drinnen, eben in den Mitochondrien. Und man weiß ja, wenn ein Mangel vorherrscht, welche Auswirkungen da sind. Das ist ganz im Gegenteil zur Salutogenese. Die beschäftigt sich ja eher damit, wie bleibe ich gesund. Ja? Die molekulare Medizin schaut eher schon darauf auch, was fehlt mir und das ergänzt sie nicht. Und wenn man diese Faktoren berücksichtigt, wenn wir bei dieser Thematik bleiben, und es zu keinen Mangelzuständen kommt, sondern die Zelle alles hat, was sie braucht, dann sind wir auf der körperlichen Ebene gut aufgestellt. Mhm. Wenn ich eine Mangelsituation habe, wenn der Körper sich auch nicht befreien kann von überschüssiger oder zu viel an Säure, wenn gewisse Regulationsmechanismen nicht ablaufen können, dann brauchen wir ja nicht wundern, wenn ich mich schlapp fühle, wenn ich keine Energie habe, wenn meine Nerven gereizt sind. All diese Geschichten, wo ja halt Menschen darüber ja, naja, fast schon jammern möchte ich sagen, dass es ihnen schlecht geht. Nicht? Mhm. Auch bei den kleinen Unpässlichkeiten merkt man das. Da braucht man nicht immer ernsthafte Erkrankungen, die sich natürlich entwickeln, wenn der Mangelzustand lange genug andauert. Genau. Jetzt gibt es begleitend aber zu euren Produkten natürlich auch Kosmetik, die man sich sozusagen von außen zuführt. Ja. Das wirkt auch. Ja, natürlich. Ja, genau. Nein, man lacht drüber. Ich habe wirklich auch früher darüber, das irgendwie belächelt, die ganze Kosmetikindustrie, so nach dem Motto, ja, soll ich da jünger, schöner werden, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Grundsätzlich geht es aber schon darum, nicht nur, dass man ein gutes Gefühl hat, sondern es geht darum, auch die Haut, also unser größtes Organ, kehrt natürlich wie ein Giften ja über die Haut. Die Haut fängt ja alles auf, Schadstoffe, Belastungen, dass man eben die Haut schützt und Haut muss geschützt werden, Haut muss genährt werden, muss versorgt werden. Da braucht man auch wieder unsere Antioxidantien, unsere Bausteine. Aber was ganz wichtig ist, und das ist das Plädoyer für die Biokosmetik, wir sollten von, bei der konventionellen Kosmetik, ich sage es einmal so, schon sehr kritisch sein, weil da natürlich viel Chemie drinnen ist. Chemie ist übersetzt für den Körper Gift, weil es ein Fremdstoff ist. Biokosmetik, wie es wir verwenden, also zertifizierte Biokosmetik, könnten Sie sogar essen, sie wird also hergestellt nach dem österreichischen Lebensmittelgesetz, Lebensbuchmittelgesetz. Und wir, das ist der Unterschied zur Naturkosmetik. Richtig, weil die Naturkosmetik ist ja auch gut, arbeitet mit natürlichen Substanzen, aber in der Biokosmetik müssen Sie einen sehr hohen Anteil an Biostoffen verwenden. In der Naturkosmetik kann es sein, dass Sie überhaupt keinen Bioanteil drinnen haben. Der ist null. Genau. Und das Interessante an unserer Bio Kosmetik ist ja auch, dass sie staatlich kontrolliert wird durch die Austria Bio-Garantie. Also da wird geprüft, was ist drin und vorgeschrieben. Also ich möchte sagen,
eine tolle Kosmetik, eine tolle Gesichts- und Körperpflege, die staatlich kontrolliert wird. Mhm. Das ist in Zeiten wie diesen nicht so selbstverständlich. Und ja, wir arbeiten auch, das möchte ich nur betonen, auch mit Biobauern in Österreich zusammen, speziell für unsere Lavendelprodukte. Mhm. Wir verwenden österreichischen Lavendel und da gibt es fantastische Sachen von der Lavendel-Bodycreme. Ich komme jetzt gleich in Schwärmen, dass man als Antistress-Creme für den Körper natürlich sagen kann und. Also ich kann das wirklich nur jedem, auch den Männern, empfehlen, das wollte ich dich gerade fragen, ist Unisex sozusagen, ist für Männer und Damen gleichermaßen und Kinder wahrscheinlich auch, weil das ist ja, kann ja nichts kann gar nichts falsch passieren, sein. Ganz im Gegenteil. Und ja, Männer pflegen sich mittlerweile auch. Ja, ja, Gott sei Dank. Also ich sehe schon die Lavendelfelder irgendwie von meinem geistigen Auge, die ihr dann vielleicht auch bewirtschaftet. Genau, genau. Ja? Schau dir auch fürs Auge, es ist was Schönes. Ich verwende am Abend sogar einen Lavendeltropfen, gebe ich mir immer auf den Handrücken. Zum besseren Runterkommen. So, richtig, es hat, dieser Lavendel hat so einen reinigenden, klärenden Effekt. Also ich spüre das ganz deutlich und habe einen herrlichen Schlaf. Aber den habe ich immer schon gehabt. Ja, ja, aber der Lavendel kann unterstützen. Kann unterstützen, in jedem Fall. Wird auch gern bei Kleinkindern mit Schlafstörungen verwendet, bei nervösen Leuten natürlich tagsüber. Lavendel, ein treuer, ein guter, ein natürlicher Begleiter rund um die Uhr. Schön. Lieber Herbert, was ist denn dein Wunsch für Evolution und damit auch für dich und die Familie, für die Zukunft? Also wir haben jetzt gehört, Kräuter, Felder, deine Akademie, die wirklich visionär, eine tolle Idee, die jetzt umgesetzt wird. Gibt es noch etwas, was du mit dem Unternehmen gerne bewirken möchtest? Natürlich, es hört nie auf. Weiter mit unseren Partnern, ohne denen alles nicht möglich ist, nämlich sowohl intern wie extern, dass wir unsere Produktlinie gemeinsam weiterentwickeln, weiter interessante Angebote über die Akademie zu formulieren und den Leuten zur Verfügung zu stellen, weil ich glaube, da, wir müssen dahin, denn ehrlich, wenn ich mir die Bevölkerung anschaue, ihren Gesundheitsstatus, es ist ja furchtbar. Jährlich steigen die Kosten ins X-Fache und ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschen dadurch wesentlich gesünder werden. Ich sehe das nicht. Und das würde ich mir wünschen, dass natürlich wir da gut vorankommen. Wir werden jetzt auch in Zukunft mehr für den Außenauftritt machen. Wir werden uns mehr nach außen öffnen und präsentieren. Und da gibt es sehr viel zu tun. Und ich bin sicher, dass auch ja, nach mir das Unternehmen in guten Händen ist und positiv ist. Weitergeführt werden wird. Jetzt wüsste ich noch gerne, was macht dir denn am meisten Spaß in deinem Unternehmen? Was ist das? Ja, grundsätzlich würde ich sagen, für mich ist ein selbstbestimmtes Leben total wichtig, aber vor allem die Freiheit. Ich setze die Freiheit, wenn es auch jetzt vielleicht in Zeiten wie diesen eigenartig klingen mag, aber für mich hat die Freiheit den größten Stellenwert. Und das möchte ich wirklich nicht missen. Du meinst jetzt die Freiheit, das zu tun, was du möchtest, was dir Spaß macht, was von dir kommt. Und vor allem selbstbestimmt. Nicht? Und das ist es. Und dazu haben wir ja im Normalfall die Grundrechte und Freiheitsrechte. Das heißt, bist du auch ein Unternehmer, der seinen Mitarbeitern diese Freiheiten gewährt? Ich schon. Ja. Das hat sich auch im Laufe der Zeit natürlich verändert. Und heute muss ich sagen, ja, die Arbeitswelt hat sich gravierend verändert. Heute gibt es Homeoffice. Früher hat man, oder ich habe da eher einen starren Zugang gehabt, aber heute ist man viel flexibler. Wenn jemand frei haben will, dann hat er frei, dann nimmt er sich seinen Zeitausgleich. Es ist alles möglich, aber, und das muss ich dazu sagen, nur dann, wenn man natürlich gute Mitarbeiter hat, Mitarbeiter hat, die wirklich fürs Unternehmen auch denken, sich einbringen und selbstständig arbeiten können. Und da bin ich wieder bei dem Zauberwort selbstständig. Und wenn das funktioniert, dann braucht man nicht jeden sagen, Mach dies, mach jenes. Mitarbeiter wissen, was zu tun ist. Und das ergibt wiederum ein harmonisches
Ganzes, sodass man wirklich gern arbeitet. Für mich ist das eigentlich keine Arbeit. Also Stichwort Eigenverantwortung eigentlich auf jeder Ebene in deinem Leben. Richtig, richtig. Genau. Und nachdem, da kann man es auch messen dann. Ist man gut unterwegs, ist man erfolgreich unterwegs, ist man zufrieden, hat man seine Mitte gefunden, was immer es ist. Der Sinn des Lebens ist ja nicht zu verallgemeinern. Den findet ja jeder individuell für sich. Und das ist es. Aber Freiheit gehört natürlich dazu, damit ich Entscheidungen treffen kann. Ohne Freiheit kann ich keine Entscheidung treffen. Und der Sinn des Lebens, wenn wir schon dabei sind, wäre für dich oder ist sehr für dich individuell. Schwierige Frage, genau. Mhm. Aber vielleicht kann ich nur mal sagen, dass es eben nicht entscheidend ist, was jemand macht, sondern er muss oder sollte eine Antwort finden auf das, warum er etwas macht oder wozu. Und wenn ich auf die Frage, warum und wozu, eine Antwort finde, dann bin ich sinnvoll und gut unterwegs. Sehr schön. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss eines wahnsinnig interessanten Gespräches, aus dem ich mir sehr viel mitgenommen habe. Ich glaube, aus dem auch ihr euch sehr viel mitnehmen könnt. Ich danke dir sehr, lieber Herbert. Wir freuen uns auf viele spannende Projekte mit Evolution. Ich freue mich auch auf die Zukunft. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön.